Heute im Jahr 2024 fährt die CSU online eine Kampagne Ja zum Auto, Nein zum Verbrennerverbot. Der Ministerpräsident Söder ergänzt mit Worten wie das Verbrennerverbot muss weg, wir setzen auf Technologieoffenheit. Ganz anders war das aber im Jahr 2027 und das muss man im Zusammenhang, lieber Kollege Schmidt, schon noch mal einordnen. Ich sage auch gleich, warum man das einordnen muss und warum das interessant ist. 2007 hat Markus Söder, damals CSU-Generalsekretär, noch getönt, ab dem Jahr 2020 dürfen nur noch Autos zugelassen werden, die über einen umweltfreundlichen Antrieb verfügen, hat er gesagt. Grüne Motoren, so Söder weiter, schaffen neue Arbeitsplätze. Söder im Jahr 2020, die deutsche Autoindustrie lege beim Thema Umweltschutz aber nicht genügend Erfindergeist an den Tag. Sie braucht ein klares Ultimatum, hat er gesagt, und daher um den notwendigen Innovationsdruck zu erzeugen. Söder hat also 2007 noch genau das Gegenteil gesagt wie heute 2024. Und warum ist das wichtig? Nicht nur aus historischem Interesse, sondern das Problem ist, für das die deutsche Industrie und die Zulieferindustrie hat, das ist dieses ewige Hin und Her und dieses Hü und Hot, das die bayerische Automobilindustrie bedrängt. Diese Planlosigkeit in der CSU, in der Staatsregierung ist das Problem, weniger die Antriebswende. Das können unsere Ingenieurinnen und Ingenieure bestens lösen. Unsere Fahrzeugindustrie und ihre Zulieferer sind stark. Sie können weltbeste Autos bauen, aber auch Lkw bauen, Busse bauen, Lokomotiven bauen, und zwar mit jedem Antrieb. Aber unsere Fahrzeugindustrie in Bayern samt den Zulieferern ist nicht groß genug, um einen ganzen Blumenstrauß verschiedenster Antriebe auf erfolgreich am Weltmarkt zu platzieren. Und sie ist auch nicht groß genug, dass sie alle paar Jahr die Strategie komplett wieder umschmeißen kann, je nachdem, wo der Ministerpräsident und die CSU ihr Fanderl gerade in Wind hält. Reden Sie doch einmal mit den Unternehmen im Fahrzeugsektor. Sie verlangt eine Wirtschaftspolitik, die klare Leitplanken vorgibt. Sie will Vertrauen und Verlässlichkeit über viele Jahre hinweg, damit sie sich danach ausrichten kann, um am Weltmarkt zu bestehen. Die Fahrzeugindustrie in Bayern ist stark. Also sie steht international enorm unter Druck. Unsere Fahrzeugindustrie langt der regionale Markt in Bayern und auch in Deutschland hinten und vorne nicht aus. Unsere Fahrzeugindustrie braucht den Weltmarkt, um bestehen zu können. Sie ist auf die internationalen Märkte angewiesen. Und die internationalen Märkte haben die Frage nach der Antriebswende schon lang entschieden. Wenn wir schauen, gerade vor kurzem sind die Zahlen rausgekommen vom zweiten Quartal diesen Jahres, sind in China 44%, also fast jetzt das zweite Auto, ist batterieelektrisch oder mit Range Extender zugelassen worden. Fast jetzt das zweite Auto. Das ist der Weltmarkt. Und nicht nur in China, in anderen Ländern ist es anders. Mit einem nationalen Sonderweg treiben wir unsere Industrie in Ruin und die Zulieferbetriebe und überlassen das Geschäft die Chinesen und die Amerikaner. Also ist doch gescheiter, wir helfen ihr mit klaren Rahmenbedingungen, am klaren Ausstiegsdatum, wie es die anderen Länder auch haben, dass sie an den Weltmärkten von morgen teilhaben kann. 15 Millionen Pkw alleine waren es in diesem Jahr, die weltweit batterieelektrisch oder Range Extender zugelassen worden sind. Helfen wir, dass mit solchen innovativen Produkten Arbeitsplätze und Wohlstand schon in Bayern gesichert werden kann, indem unsere Industrie und die Zulieferer erhalten bleiben und am Weltmarkt bestehen können. Und noch eins, für viele Verbraucher ist das Elektroauto schon heute einfach auch billiger, zum Beispiel dann, wenn sie den eigenen Strom vom Dach nutzen können. Und wer dieser Entwicklung im Weg steht, der schadet nicht nur der Industrie und die Arbeitsplätze, sondern auch die Verbraucherinnen und Verbraucher.